Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren abgefreakten Folge Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich danke erstmal für das Feedback, danke für den Support bis hierhin. Unterstützt die Videos gerne weiterhin, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefällt. Ihr habt ja gesehen, es kamen einige Videos raus. Ja, dementsprechend lasst gerne ein bisschen Liebe dafür da. Wenn euch das gefällt, ist ja sowieso Ehrensache, denke ich. Ansonsten Videobeschreibung abchecken für das Gewinnspiel von meinem Partner Instagaming, für meine Social Media Seiten, Twitter, Instagram. Und folgt mir auch gerne auf Twitch, Freunde. Und wie schon erwähnt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke an die Leute, die das nicht getan haben bisher. Weiter. Na, weiter geht's. Und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Okay. Puh. Okay. Waffe in der Wassermühle. Maestros Sammlerstück. Warum wurden... Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Warum wurden das jetzt hier alles... Warum wurden das jetzt alles angezeigt, Alter? Haben wir die Karte von ihm bekommen? Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Waffe in der Wassermühle. Maestros Sammlerstück. Warum zeigt er mir aber jetzt die Schätze, Alter? Wie komme ich da ran? Ich will die haben eigentlich. Ich will die sofort haben, alle. Hier können wir sogar rein. Schmiedeeisener Schlüssel. Da waren wir auch nicht. Doch. Warte mal. Maestros ist doch dort, wo wir den Geigenschlüssel brauchen, ne? Hier waren wir auch noch nicht drin. Eigentlich will ich die Sachen haben. Ich sag euch, wie es ist. Du willst dich nur umsehen, tu dir. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Okay. Okay. Maximale Gesundheit steigt. Maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Saftiges Gefühl, so. Weiter so. Wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Ach, jetzt hab's das Falsche genommen, ich Idiot. Egal. Voila! Bitte bedien dich! Ja, alles gut. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung.
Ich Idiot, Alter, blocken. Wer blockt denn, Alter? Ich doch nicht. Ich schieße, ich blocke nicht. Ach Gott, so dumm, schon wieder gewesen. Ach, egal, scheiß drauf. Vielleicht sammeln wir sowas noch später zusammen. Was haben wir denn hier? Das haben wir ausverkauft. Was ist das hier? Wäre auch natürlich ganz geil. Das Wackeln reduzieren. Besseres Fernrohr. Lass mal ganz kurz die Waffen an sich abchecken. Hier die Pistole. Magazingröße. Wer denn auf 9? Ist halt die Frage, lohnt sich das vorne? Wahrscheinlich, wenn du die komplett upgradest, wahrscheinlich lohnt sich das schon. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. So, verchecken wir das erstmal hier alles. Aha! So, den Rest behalten wir natürlich erstmal. Ich weiß halt nicht. Hier sind wir ja schon quasi ausgerüstet, ne? Aktuell, außer Magazingröße. Aber ich weiß halt nicht, ob da noch eine weitere Stufe kommt. Wenn wir Fortschritt kommen, ob dann noch Stufe 4 irgendwann kommt. Weiß ich nicht. Nachladegeschwindigkeit beim Snipe wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich bin so unschlüssig, ehrlich gesagt. Aha. Ich hole mir das erstmal hier. Und den größeren Koffer. Ich hätte mir das Upgrade lieber holen sollen hier vielleicht, oder? Na, obwohl, ist auch alles scheißegal. Vielen Dank für deinen Einkauf. Beachte mich gar nicht. Nee, mach ich nicht. Und Beinbruch. Ja, danke. Okay. 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 So. Aber wie komme ich hier durch? Wie komme ich hier durch? Muss ich einmal rum, wa? Oder? Hier fehlt ja auch immer noch was. Das hatten wir beim letzten Mal schon festgestellt. Wie komme ich da hin, ey? Wie komme ich in dieses Gebiet wieder zurück? Ne, wenn ich hier durchgehe, nicht, ne. Wenn ich hier so durchgehe, hier war ich ja auch schon. Obwohl, wenn man hier durchgeht, meinte man, kann da durch oder sowas? Aber hier ist ja auch noch ein Schatz. Aber da, wie gesagt, da brauchen wir ja einen Schlüssel. Luisas, dann gehen wir mal zu Luisas Erbstück. Alter, ich will es haben. Er meint, es wäre nützlich. Dann lasst uns das auf jeden Fall mal wenigstens abchecken kurz. Lass uns auf jeden Fall abchecken. Hier ist richtig, wa? Ja, da oben. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich später die Pistolen wechsle. 9 Schuss gegen 80 Schuss. Also 9 Schuss auch nur, wenn ich es upgrade. Gegen 80 Schuss, die ich jetzt habe, mit 10 Schaden weniger. Aktuell ist die auf jeden Fall noch besser. Weil du schneller viel mehr Schaden machen kannst. Auch wenn ein einzelner Schuss nicht so viel Schaden. Ah, guck mal, hier ist es doch direkt. Explosivgeschoss? Okay. Okay, das hat sich doch schon gelohnt. Das hat sich schon gelohnt. Alter, geil. Das hat sich schon gelohnt. Die Halskette ist aber wahrscheinlich nicht kombinierbar wieder, wa? Das war die... Schätze, wichtiges? Ach, guck mal hier, die ist wichtig sogar. Ist sogar was wichtig? Ja, okay, Alter, wir müssen das abklappern, die Sachen. Magnum-Munition. Klar, die Knarre kommt auch später noch. Wo können wir denn noch hin? Wir brauchen halt diesen Scheiß... Wie komme ich hier rüber wieder? Ich habe nicht... Hier ist ja der Stall gewesen. Kann ich hier durch irgendwie? Oder hier rüber klettern? Ich muss es abchecken, Alter. Ich muss das abchecken. Wie kommt man in das Gebiet, wo die Tür zugemacht hat?
So. Okay. Ey, ohne Witz, aber bisher, geil, Alter. Mann, geil. Ich hoffe, es kommen wenigstens ein paar geile Games noch dieses Jahr raus. Wie gesagt, ihr habt es ja selber mitbekommen, sieht ja sehr, sehr düster aus. Ich hoffe, dass, oder ich denke auch mal, dass Horizon 2 rauskommt heute. Heute sag ich ja. Dieses Jahr. Ich bin vollkommen durch, Alter. Ich bin vollkommen durch, ey. Ja, es kommt heute übrigens. Ich hab's jetzt geleakt, Alter, damit ihr Bescheid wisst. So, warte mal hier einmal oben, glaube ich, oder? God of War glaube ich nicht, dass es dieses Jahr noch kommt. Kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass es dieses Jahr auch noch kommt. Aber Freunde, in wenigen Wochen, ganz, ganz wenigen Wochen, Mitte Juni, kommt einfach Ratchet & Clank. Und da freue ich mich drauf, Alter. Viele Leute wissen ja von euch, ich bin riesiger Ratchet & Clank-Fan, hab ja auch die letzten Jahre immer wieder mal Ratchet & Clank gezockt und so, und den letzten Teil groß gezockt, davor die Teile gezockt, damals mit dem 5-Euro-Mikrofon noch, die guten alten Zeiten. Also wenn ihr wirklich einen richtigen Fan haben wollt, der das zockt für euch, Alter, mit euch zockt, dann ja, ihr wisst Bescheid. So, jetzt, wie kommen wir da ran jetzt? Das ist ja wie gesagt, wo ist der Schlüssel auch? Den müssen wir wahrscheinlich, finden wir wahrscheinlich später, dass wir dann nochmal zurück ins Dorf kommen können, ne? So. Vielleicht geht es auch noch gar nicht. Vielleicht kommen wir später doch irgendwie hinten raus. Weißt du? Vielleicht geht das ja gar nicht. Es geht wahrscheinlich auch nicht. Da unten müssen wir hin. War da nicht so ein Weg nach oben? Vielleicht kommen wir da später dann einfach runter, wa? Wahrscheinlich ist das die Lösung. Ja, komm, scheiß auf. Gut, okay. Ich wollte es nur kurz gecheckt haben. Dann holen wir es später. Dann gehen wir jetzt zum ersten oder zum zweiten großen Boss, besser gesagt. Und zwar am besten direkt hier den links. Hier war, glaube ich, der Moreau, war der kleine, verkrippelte. Hä? Welchen habe ich denn ausgewählt? Habe ich doch den 4-Flügeln. Hä? What? Wieso geht das nicht? Ach, Embryo, ach, das ist ein ganz anderes Schlüssel. 4 Flügel. Ah! Okay, sorry. Ich hab mich schon gewundert, dann müssen wir hier lang. Ja, hier geht's. Okay, alles klar. Dachte ich schon, Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay. Hier war die Puppenmeisterin, glaube ich, wa? Oh Mann, oh ja, Puppenmeister. Ja, Puppenmeister, nice. Ah, shit. Ey, das lohnt sich, Alter. Guck mal, eine Packung Munition kostet 150 oder was? Das lohnt sich auf jeden Fall, die Rahmen abzuknallen. Da gehen wir gleich hin. Was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Super. Super. Krank. Einfach nur krank. Ethan. Was? Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor?
Tja, was geht hier vor? Hat sie irgendeine Leiche ausgestopft oder sowas? Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Nee. Glaube auch nicht. Oh mein Gott, das ist ein Friedhof, oder? Oh, nee. Ist doch krank. Das ist doch krank. Neun Jahre alt? So sah die Puppe auch aus, ne? So sah die Puppe auch aus. Aber man hat ja im Hintergrund von der Puppe hatte man ja eine Frau gesehen, die in Schwarz gekleidet ist. Das ist wahrscheinlich die Puppenspielerin, vielleicht die Mutter, die verrückt geworden ist oder so. Spinn weil sie ich ihr jetzt? Kind verloren hat. Weil sie ihr Kind verloren hat, hat sie es zu einer Puppe gemacht. So ein bisschen wie bei Naruto hier. Hier ist er noch. Der Typ. Kann hier nicht verwendet werden. Was willst du von mir? Gib deine Erinnerungen ab. Ich geb gar nichts ab, Alter. Ach, das Familienfoto, wa? Ja. Was zum Teufel? Finde ich aber, ich finde es echt geil, dass sie so direkt vier. Oh, Alter. Alter. Vier große verschiedene Bosse haben. Das finde ich ganz geil. Oh Gott, gleich taucht irgendjemand vor meiner Fresse auf, ich weiß es doch. Oder die spielen mit dem Gedanken. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Boah, Alter. Geil. Schön. Richtig geil. Aus Beneviento. Oder Beneviento, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Erste Tür direkt zu. Au, alter Schwede, Junge, hör auf. Diese Puppen immer, wa? Puppen, Kinder und so ist immer der blanke Horror in Horror-Games oder Horrorfilmen, besser gesagt. Was haben wir da für eine Kiste? Wenn es nicht so gruselig wäre, würde ich sagen, es sieht ganz gemütlich aus hier irgendwie. Oder? Ich sehe gar nichts, ey. Hier ist echt gar nichts, wa? Gut, hier müssen wir neu tapeziert werden, aber... Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ich glaub schon, wa?
Hier bin ich raus. Nee, bin ich nicht. Nee, so. Nee, ist ein anderer. Oder? Das ist doch ein... Das muss doch ein anderer sein. Oder bin ich jetzt vollkommen verblödet? Wenn ja, dann schneide ich das raus. Nee, ist ein anderer. Ja, da hab ich doch. Ich habe mich oben noch nicht umgeschaut. Alkaloide von Gebirgspflanzen. Okay, alles klar, Bruder. Hier fehlt eine. Zufall? Glaube nicht. Es ist viel zu ruhig, Alter, ohne Scheiß. Hey, Freunde, wisst ihr was? Wir erkunden das beim nächsten Mal. Wir erkunden das beim nächsten Mal. Ich denke, dann geht's zur Sache, alles. Einfach viel zu ruhig hier gerade. Oh Gott. Ey, ich hab Bock. Ich werde auf jeden Fall direkt weiter aufnehmen für euch. Ihr könnt gerne ein bisschen Liebe, ein bisschen Support da lassen und dann hört man sich beim nächsten Mal. Also, haut rein. Tschüss.